So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic checked, all the levels right. And if it's good then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong support. Hallihallo, guten Tag, willkommen zum Vlog vom Leo. Karte vergessen. Heute zum Blogger for Charity. Ich bin gut ausgerüstet, Tasche 1, Tasche 2, Camilo, schönen Tag noch. Da fahren wir jetzt hin. Läuft mir tatsächlich das Auto warm. Ich habe mich mal eben hier abgestellt und in sagen wir 10 Minuten fahren wir die letzten 2 Kilometer. Und dann sind wir aber da. Versprochen. Versprochen. Wirklich, versprochen. Also gut, sagen wir mal, das Auto hat mich so weit getragen, wie es konnte. 500 Meter fahren, 10 Minuten stehen bleiben, 500 Meter fahren, 10 Minuten. Ansonsten mache ich mich jetzt gerade für die letzten 800 Meter nochmal zu Fuß auf den Weg. Und dann suchen wir gleich erstmal den Micha. Bis gleich. Wir sind langsam da. So, hier ist Mimo. Mimo Beach ist schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur noch den Michael finden. Hi, hi. Sag mal, war der Micha schon hier? Ja, aber du hast eine Karte, ne? Da musst du einfach da links entlang laufen. Darum. Erstmal, wie gesagt, Karte einfach links reinlaufen. Leute bereiten sich auch schon vor. Schnelle 5-0er Palette. Kann man mal machen. Ist ja für die Charity. Ist ja für die Charity. Keine Sorge. Echt nicht? War das heute nicht für Charity? Okay, was geht denn noch? Ja gut, das ist natürlich auch ein Champions League Finale, ist natürlich auch ein Plan, den man festhalten muss. Darf man natürlich nicht vergessen. Aber damit habt ihr nichts an der Mütze, oder was? Nee. Gar nichts. Schweinerei. Da haben wir doch einen Hinweis. Die Mädels kommen da raus. Seid ihr sicher, dass ihr nicht mitkommt? Da! Tada! Da wären wir. Entschuldigung. Rein damit. So, jetzt nur noch den Micha finden. Wir sind da, wir haben den Micha gefunden, wir haben die Veranstalterin gefunden. Wir holen uns gleich nochmal, oder wir sagen gleich nochmal eben ein nettes Dankeschön an die Veranstalterin, wenn wir die gleich nochmal vor die Linse kriegen. Und ansonsten, was man noch sagen könnte, die Frauenquote hier liegt ungefähr bei 90%. Keine Ahnung, warum das so hoch ist. Natürlich auch ein Champions League Finale ist natürlich auch ein Plan, den man festhalten muss. Dementsprechend richtet sich auch die Musik. Ein vielversprechender Tag. Ein vielversprechender Tag. Boys und ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ne? Ich danke euch. Ihr habt gehört, ein Hoch auf Sam.
Und dann legt die Linda jetzt los. Ein Hoch auf Sam, ne? Ein Hoch auf Sam. Wer war das denn? Sam ist eine, die das hier mit organisiert hat. Und was? In der Zeit, wo die das organisiert haben. Ja, die waren jetzt verantwortlich für dieses Charity-Festival. Wollte eigentlich heute mit dabei sein und ist leider vor einer Woche verstorben. Dann wollen wir die mal in guter Erinnerung behalten, die Sam. Und die nächste halbe Stunde? Wie lange? Ja, circa eine halbe Stunde. Halbe Stunde gehört jetzt der Sam. Einmal. Also manchmal bin ich doch ein Assi, aber nur manchmal. Salute. Ein für die Nerven. Was ist das? Oh, aber ganz klein Schwung. Ja. Vorzüglich. Vorzüglich. Wie man in Frankreich sagen würde, vorzüglich. Genau wie die momentane Band on stage. Aber ich spreche gar kein Französisch. Ja, sehr gut. Der erfundenen Problem. Wie oft drehen wir uns im Kreis, bis wir uns in die Arme fallen. Zelebrieren wir jeden Schrei. Oh, wie oft brechen wir noch fort, um uns wieder zu verstehen. Wie oft lieben wir uns blind. Du hast mich kaputt, ich hab mich zum Nicht zu reparieren. Tut es richtig weh und braucht lange bis es heilt. Trotzdem war ich hier bei dir, weil du mir das in den Sack ging.
Dankeschön. Voll peinlich. Monsieur, die Linda ist durch? Die Linda ist durch. Bist du der Nächste? Die war, nein, jetzt kommt erst Teddy O aus Köln. Auch ein DJ im Hip-Hop-Bereich. Da freuen wir uns jetzt auch drauf. Das ist natürlich ein Spektakel, was wir uns nicht entgehen lassen wollen. Aber natürlich mein Haupteck für heute. Mein Haupteck für heute. Der glorreiche, der einzigartige Michael Victor. Ich habe dir nicht bezahlt. Natürlich nicht. Das ist doch der von freien Stücken. Ja. Und der Uno. Der warum? Weil ich sonst nichts zu tun habe. Und du spielst gleich mit, ne? Mhm. Werbung. Ja, nice. Wie bist du? 247 heiße ich. Das ist der. Achso, das Video oder was? Ja, das ist der 24. Mach mal eine 3. Mach mal eine 3. 3, warum 3? Dann haben wir 7. 7. 24, achso. Ich habe jetzt 24 und dann musst du die 3. 7. Wenn es einen Veggie-Burger-Stand gibt und dort gibt es die Burger umsonst. Also, euch alle noch. Veggie Burger! Also, dass der heute hier ist, Wahnsinn. Schnell mal gucken, was da und, so an Leuten hinrennt. Der läuft alles. Dann werden hier die Gedenken hier. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also, normalerweise, wenn die Leute umsonst hören, dann rennen die irgendwo rein. Bin ich mal gespannt. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich noch nie einen vegetarischen Burger. Mal gucken, was die zauberhafte Dame mir da so zaubern kann. Bitte sehr. Guten Appetit. Erstmal, danke. Hallo. Bio. Kann man mal machen. Nein, ehrlich, ich hab was im Hals. Ganz lecker. Schnelle Eilmeldung. Der Michael hat gleich leider eine halbe Stunde weniger Zeit wegen einer technischen Zeitverzögerung, wie man professionell im Fernsehen so sagt. Und wir werden das Beste draus machen. Und der Micha kann das auch in weniger Zeit rocken, da bin ich mir ziemlich sicher. Mega, und ich hoffe, dass wir mit ihm zusammen jetzt hier die Tanzfläche rocken werden. Aber ich glaube, das wird sich von alleine verstehen, weil er ist echt tierisch geil. Ja, ich kenne Teddy noch aus der Zeit, wo ich bei Adidas war. Shell, ich weiß das. Aber bitte kommt auf die Tanzfläche, selbst wenn ihr euch hier hinten hinstellt. Hier wird jetzt gechillt. Nicht mehr da, sondern hier. Genau. Und ja. Glaub mir, ihr chillt nicht mehr. Also ja, das wahrscheinlich nicht, nee. Sondern das ist heute das Festival für Summer. Leider.
Beste kommt noch. So, ich geh mal eben schnell irgendwo hin, wo es nicht ganz so laut ist. Haben wir soweit. Micha ist in 10 Minuten dran, da gehen wir gleich auf jeden Fall hin. Der bereitet sich jetzt noch in Ruhe vor. Da ist gerade noch der Teddy O. Der ist gerade noch am Auflegen. Und ansonsten halten wir uns jetzt erstmal an den Micha. Ach, geiler Tag, kurz vorm Ende. Mal gucken, wie es wird. Ich sehe da hinten, die sind schon am Rumspringen. Unter Anspannung, gleich geht's los. Für die, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass This Is Me die eigentliche Hymne vom Blogger for Charity ist. Und Summer hat das immer gefeiert, auch beim Wohnzimmerkonzert. Und das wird jetzt a cappella gesungen, also einfach begleitend, wenn die Wunderkerzen laufen. Und nochmal, weil das ist für mich gerade auch ziemlich schwer. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken heart. Learn to be ashamed of all my scars. Run away, they say. Ich habe jedem so Knallerwetter heute geschenkt. Und wir feiern sie jetzt. Bitte rastet einmal gleich aus, sobald der liebe Michael. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sage. Rastet einmal gemeinsam aus und wischt die Tränen jetzt weg und jetzt feiern wir Summer und das Leben. Dankeschön. Sehr emotional, sehr ehrlich. Da weiß man auch, dass die Leute sich dafür einsetzen. Ein schöner Moment im Großen und Ganzen, muss ich sagen. Achso, und jetzt haut gleich der Michael ein bisschen in die Tasten. Und ist quasi das, worauf ich den ganzen Tag warte. Haben wir das Blogger for You Festival soweit hinter uns. Im Hintergrund läuft noch gut die Musik. Der Michael konnte heute leider nicht spielen, wegen technischer Schwierigkeiten, wie man so schön sagt. Und das heißt aber, dass wir den auf jeden Fall beim nächsten Mal hören werden. Und